Hallo, meine Wundervollen. Wenn ihr das letzte Video zu meinen Dreads gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich einen Dread verdichtet habe. Mit einer neuen Methode. Und ja, und weil ich so viel vom Dread abreißen gesprochen habe, ist mir Dread abgerissen. Das soll wohl so sein, denn jetzt kann ich euch ja zeigen, wie man einen Dread macht mit der neuen Methode, die ich gelernt habe. So, dann mache ich jetzt erstmal alle Haare, die nicht dabei sein sollen, weg. Das einzig Gute an der Sache ist, dass ich jetzt ein bisschen von Alice Blond auf diese Seite bekomme, weil ich habe schon zwei auf der Seite, aber auf dieser noch gar keinen, so einen Alice Blonden. Und deswegen machen wir jetzt einen riesengroßen Wuschel da draus. Wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich zu viel Haar genommen. Quasi die größte Wollmaus der Welt. Jetzt mache ich mir ein Stückchen von ab. Ah, oh, guck mal, Mutti, ich habe einen Traumfinger gebastelt. So, und jetzt geht's los. Der Dread muss eingewickelt werden in diese Wollmaus. Und dann muss man das verhäkeln. Und aufpassen dabei, nicht in den Finger pieken. Und dann geht das immer so weiter. Also jetzt mache ich dann noch so einen Wolli dran. So. Und dann ist das hier so drum. Und dann hoffen wir mal, dass das gut geht. Also ich melde mich dann gleich zurück bei euch, wenn ich das hier fertig gedingselt habe, ne? Drückt mir mal die Daumen, dass das was wird. So, da bin ich wieder. Seid ihr gespannt? Ja, da ist er schon. Das hat jetzt so vielleicht 20 Minuten gedauert. Dann ist er fertig. Er ist nicht besonders super schön geworden, aber dafür, dass ich das mit der Methode das erste Mal gemacht habe, ist der schon okay. Reißtest. Ich hoffe, du konntest was aus diesem Video lernen. Ich habe ein für alle Mal gelernt, nicht mehr so viel an meinen Dreads rumzuhäkeln. Das lasse ich jetzt auf jeden Fall sein. Und ich würde sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.